meine Verrückten und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von mir. Heute spielen wir mal wieder eine Minecraft Bed Wars Challenge. Ja, vorab, falls ich mich nochmal räusper, ihr wisst ja, ich bin krank und deswegen ein wenig am Räuspern immer. Aber tut nichts zur Sache. Auf jeden Fall, wir spielen heute eine Bed Wars Challenge vom Thomas Meyer. Er schreibt: Challenge-Vorschlag, Doppelpunkt. Du vertauschst deine Steuerung, zum Beispiel Schlag auf Leertaste und Spring auf Maustaste 1. Ich drücke mal Maustaste 1. Ich drücke jetzt mal Leertaste. Und ja, wir schauen uns einmal kurz die Steuerung an, damit ihr wisst, was ich verstellt habe. Also A und D habe ich nicht verstellt. W und S habe ich dafür verstellt. Quasi, wenn ich W drücke, laufe ich rückwärts. Wenn ich S drücke, gehe ich vorwärts. Also quasi L Control und L Shift, also String, STRG. Und Shift habe ich vertauscht. Auf Shift sprinte ich jetzt, auf STRG schleiche ich, also sneake ich. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Dann habe ich das Inventar von E auf F geändert. Dann natürlich habe ich hier das als gleiche geblieben, angreifen, abbauen auf Space, benutzen, platzieren, also das wäre sonst Maustaste 1, benutzen, platzieren ist sonst Maustaste 2, das habe ich auf Y gemacht, oh Gott, das wird so bescheuert, ne? Und dann, was habe ich denn noch verändert? Ich glaube, das war's auch schon. Ich denke mal, das wird auch schwierig genug werden, weil ich laufe jetzt ja schon rückwärts, aber die Sprinters habe ich schon mal gefunden, aber so mit dem Jumpen und sowas und dem Schlagen und allem drum und dran und benutzen hier, das ist, wird schon schwierig. Auf jeden Fall suchen wir uns jetzt mal eine kurze Runde und sehen uns nach einem kurzen Schnitt gleich wieder. So, da sind wir wieder zurück in der Runde und ich habe mir mal die Map Caravan ausgesucht, weil ich mir dachte, wir fangen mal einfach nicht so schwierig an. Weil ich finde, diese Challenge ist schon schwierig, weil man muss sich ordentlich umgewöhnen, dass man die richtigen Tasten drückt, weil man ist ja gewöhnt, eine, so, jetzt fängt es schon an, ich muss Y drücken, das ist schon mal gar nicht mal so, ja, so gut und dass ich halt hier auch schon anfange, die Tasten zu verwechseln, ist auch nicht so gut. Deswegen dachte ich mir wirklich mal, wir machen das jetzt mal wirklich so, damit, ja, quasi erstmal was Leichtes probieren, weil es ist echt schwierig, finde ich. Diese Challenge, das ist echt eine richtig schwere Challenge, vor allem, wenn man, man ist ja wirklich immer gewöhnt, diese Tasten zu drücken und weiß ja eigentlich auch, welche Tasten das so sind. So. Und ja, man muss sich auch konzentrieren, dass man wirklich die richtigen Tasten drückt. Ich würde sagen, wir bauen jetzt gleich erstmal unser Bett ein ganz wenig ein. So, jetzt wieder die richtige Taste drücken. Oh Mann, ey, das ist doch wohl bescheuert. Ich hoffe, man, also ich habe die Steuerung auch nicht wieder umgestellt, also sie ist immer noch so bekloppt wie gerade eben, wie gezeigt. Ich mache hier auch gerade 10 Millionen Screenshots mindestens. So, okay, da haben wir die richtige Tür auf. So, springen ist hier. So, okay, dann jetzt bauen. Bauen wird jetzt interessant, weil zum Bauen muss ich natürlich jetzt Y drücken. Das heißt, Hand sehr doll verkrampfen, um das gewollte Ergebnis zu bekommen. So, also meine Hand liegt hier schon mal sehr geil auf der Tastatur auf, aber ich glaube, ich habe so langsam den ersten Dreh hier schon mal raus. So, zack. Okay, so rum, dann, ah, guck mal, jetzt können wir, wir kaufen uns nochmal eben kurz einen besseren Brustpanzer. So, zack. Und dann, so. Ach Quatsch, F, so, okay, alles klar. So, ich würde sagen, wir probieren jetzt mal das erste Bett da drüben zu stürzen. Das heißt, wir drücken Shift, ach Quatsch, Shift ist ja jetzt da. Schon gewundert, warum nichts passiert ist. Und, wir sollten vielleicht den richtigen, hallo? Ach Quatsch. Ey. Ah. Aha, wir sollten vielleicht die richtigen Tasten drücken, ja, da muss man jetzt erstmal drauf klarkommen, was hier die richtige Kombination ist, der Tasten, weil es echt schwierig ist. So, okay, so, oh nee, ah Gott, dammit, so, okay, wir haben es erstmal, das, da hoffen wir einfach mal, dass der Gegner da drüben jetzt ein bisschen der Chiller ist und dass wir dem sein Bett vielleicht direkt mal zerstören können. Ich setze mir ein Ziel, also ich möchte so viele Betten wie möglich probieren zu zerstören und ich möchte am Ende am besten, am geilsten wäre es ja, wenn wir gewinnen, aber die Sache ist, diese Challenge ist so verdammt schwer. Er guckt natürlich, oh Gott,
Oh Gott, jetzt müssen wir uns konzentrieren. Oh Gott, das ist jetzt echt eine Sache der Konzentration, wie man die Steuerung wieder umstellt. Er springt hundertprozentig gleich runter. Ich wusste es. Nein, aber ich bin mit ihm runtergesprungen. Ach Gott. God damn it. Nein, verdammte Scheiße. Okay, wir müssen also gleich jetzt ganz schnell eben einmal kurz Rüstung kaufen und ganz schnell damit rübergehen. So, wir kaufen uns hier jetzt nur das Nötigste. Oder habe ich direkt komplett die falsche Taste gedrückt? Mann, so eine Scheiße. Okay, so. Zack, nice. Ah Gott. Ah Gott, ey, da kannst du ja auch nur an den Kopf packen, wenn man so bescheuert ist wie ich und diese scheiß Tasten. Ah, ich dreh nochmal durch, ey. Ich dreh nochmal richtig durch. Da wirst du ja bescheuert von. Ach so, Jump war da, ja. Gut, hab ich gesagt, dass ich mir merken kann, auf was für eine Steuerung ich hier meinen Kram gesetzt habe. Oh, okay. Oh, ich kann schon anbauen. Oh Gott. Oh Gott. Nein, Leute. Nein. Nein, jetzt haben wir richtig verkackt. Nein, jetzt muss ich mich richtig gut drauf konzentrieren. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh Gott. Oh Gott, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oh Gott. Oh Gott. Oh nein, falsche Taste. Nein, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, damn it. Oh nein. Nein, hör auf, das abzubauen. Nein, du Arsch. Nein, nein, raus mit dir. Na, raus. Nein, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, raus mit dir, nein, hör auf mein Bett abzubauen, nein, 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 stirb, 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 Kartoffel. Nein, er hat mein Bett, nein, nein, verzieh dich, raus, raus, nein. Scheiße. Ja, das war die erste Runde, nein. So, da sind wir wieder zurück in der Runde, nachdem ich jetzt schon mal den ersten Versuch hinter mir gebracht habe. Ich habe schon einmal versucht jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob ich den hier noch davor schneide. Ich glaube nicht. Das war so ein kompletter Fail. Habe ich jetzt meine Steuerung ein wenig nochmal... Also ich habe jetzt etwas verändert. Und zwar habe ich hier das Öffnen des Villagers, quasi das Benutzen, habe ich von Dingsamster von Y runtergenommen und hab's auf R gemacht, weil ich habe die ganze Zeit meinen Finger des Todes verkrampft. Das ist irgendwann, glaube ich, nicht mehr so gut, wenn man die ganze Zeit wie ein Bescheuerter seine Finger hier verkrampft, weil man es anders nicht auf die Kette kriegt. So, auf jeden Fall bauen wir jetzt erstmal unser Bett ein wenig ein. Ne, das war die falsche Taste. So, okay. Und dann jetzt R. Alter. Boah, das ist so schwierig. Also, ich weiß nicht, wer so spielen will. Also, keine Ahnung, wenn man so anfängt, okay, gut, alles klar. Dann kann man sich das eventuell merken, wo hier was ist. Aber da wirst du ja bekloppt fürs Leben von. Wenn du so spielst, wie ich das tue hier gerade, in dieser Challenge, da kommt man ja gar nicht mehr klar auf sein Leben. So, und ja, ich weiß gar nicht, ob ich es schon im Pre-Intro gesagt hatte, aber ich möchte gerne probieren, so viele Betten wie möglich zu zerstören und am besten noch zu gewinnen. Das wird schon mal relativ schwierig, denke ich mal, so in der Gesamtkombi, weil, ja, weil man halt einfach wirklich, ja, weil halt die Steuerung komplett verstellt ist. Das heißt, es ist sehr, 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 sehr schwierig, so quasi sich rüber zu bauen, wie ich es jetzt hier tue. So, wir bauen uns jetzt auch gleich erstmal ein Stück höher, würde ich sagen. Damit, ja, so, ach Quatsch. So, hey. So, damit nicht so viel passieren kann, bauen wir uns mal direkt auf sein Dach rauf. So, und bauen uns dann weiter rüber. Okay. Was war es jetzt? Ja, genau. Dann das nach da. Und dann... Nee, warte mal, dann nehmen wir mal... Ach du Scheiße, ey. So, 10.000 Handgriffe, das ist immer noch genauso bescheiden wie vorher, würde ich mal behaupten. Also es ist genau noch genauso beschissen, diese Handbewegung hier auszuführen. Oh Mann, Leute, diese Challenge, das ist schon mal eine sehr verrückte Challenge, wie ihr vielleicht am Anfang gesehen habt. Hatte diese verrückte Challenge auch schon ganze 17 Likes abbekommen. Unter dem letzten Video, deswegen dachte ich mir, geil, 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 die nehmen wir definitiv mal mit ins Video, weil die einfach sehr, sehr, sehr sexy ist. Oh, ich glaube, er hat mich gesehen, wa?
Oh nein, oh, ich opfer. Scheiße. Nein, ich spacken, ey. Vor allem, das ist doch so, das ist wieder so typisch. Das ist wieder so klar. Jetzt kommt er rüber, natürlich. Ja, klar, ist klar. Halt, ne, dass er jetzt hier rüber gerast kommt und probieren wird, uns zu töten, weil wir zu dumm sind, unser Leben hier gleich zu checken. Ich sag's euch, Leute. Ich sag's euch. Ne, er baut sich jetzt erstmal kurz rüber. Springt dahin. Und jetzt müssen wir ihn ganz schnell töten. Oh Gott, wir haben es zum Glück geschafft. Scheiße. Boah, das ist so schwierig. Ihr könnt euch das... Leute, wir machen das jetzt mal so. Ihr könnt es auch mal selber gerne ausprobieren. Ich habe ja am Anfang gezeigt, wie ich meine Steuerung umgestellt habe. Ihr könnt ja eure Steuerung auch mal verrückt umstellen. Dann könnt ihr mir vielleicht reinschreiben, was, ja, ob es bei euch so geklappt hat. Ach Quatsch, drück die falsche Taste. Ob es bei euch so geklappt hat, oder ob so ein komplett oder ob so eine Komplettkatastrophe wie bei mir zustande gekommen ist, weil das ist echt nicht gerade so einfach. Vor allem die Sache ist, wir müssen jetzt uns richtig konzentrieren, dass wir hier nicht durchgehend einfach die falschen Tasten drücken. Achso, essen tun wir jetzt so. Oh, da muss man muss echt aufpassen, was man hier für eine Scheiße veranstaltet. Vor allem, das ist echt nicht gerade so schwierig, so leicht, so einfach. Hier die richtigen Tasten zu pressen. Oh nein, oh Gott. Ach Gott, ich habe mich selber nach unten wieder katapultiert. Ah, scheiße, Leute. Aber wir haben schon mal eigentlich recht gut, ja, recht gute Chancen. Also wir haben schon mal recht gut angegriffen, kann man mal sagen, ja. Ich meine, es war jetzt noch nicht komplett für den Arsch. Also wir haben es noch nicht komplett... Ja, komplett hier verrückt gemacht. Also es geht noch einigermaßen. Es ist zwar noch nicht so der absolute Vollskiller hier. Der absolute Vollprofi, den wir hier an den Tag legen. Und zwar er wieder so, zack, zack. Dann er wieder so, ein paar Blöcke kaufen. Dann er wieder, dann nochmal er hier das. So, und dann nochmal er etwas zu essen kaufen. Und dann geht es wieder rüber. Dann geht es wieder los für uns. So. Dann erste Maustaste und jumpen. So. Hopp, hopp, hopp. Okay, so. Dann nochmal runterfallen. Dann nochmal hoch. Mein Gott, wir bauen ihm hier auch einen Weg, doch. Der braucht jetzt eigentlich nur nochmal rüberkommen. Ach, tut er ja schon. Oh Gott. Oh Gott, was für ein Opfermodus ich hier gerade veranstalte. Ey, das ist echt nicht mehr normal. Da wirst du da bescheuert von. Okay. Ah, unser Freund der Sonne ist zum Glück gestorben. Puh. Puh, sind wir luschen. Kann man nicht anders sagen. Wir sind so schlecht, ne? Das ist krass, ey. Das kannst du ja fast ins Guinness-Buch der Weltrekorde schreiben. Für die dümmste Aktion, die wir hier ever starten. Vor allem, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir jetzt nur den einen höchstens rausschmeißen werden. Weil irgendwie wir einfach zu blöd sind, um unser Life auf die Kette zu kriegen. So, jetzt heißt es Konzentration. Konzentration on Mast. Concentration, Concentration. Na toll, ich drück durchgehend die falschen Tasten einfach hier. Concentration, Concentration. Er hängt immer noch da oben ein bisschen am Chillen hier. Feier da oben ein bisschen seine Lage. Das heißt, wir gucken jetzt mal, wo er ist. Was macht er jetzt? Wo ist er denn? Komm her. Komm her, du Spacken. Oh Gott. Nein, ich schmeiß mein Schwert weg. Nein, das kann nicht sein. Nein. So, da sind wir jetzt zurück. Nach einem kurzen Schnitt hier in der Runde. Ja, das ist jetzt mittlerweile mein dritter Versuch. Den ersten und den zweiten habe ich leider ein bisschen versemmelt, weil es ist echt schwierig. Also man muss erstmal, finde ich, ein bisschen drauf klarkommen, wie die Steuerung jetzt ist, weil das ist echt wirklich schwierig. Ich weiß nicht, ja, komm ganz drauf an hier. Also es ist echt crazy. Vor allem,
was man da für eine Scheiße veranstaltet die ganze Zeit. Also das ist wirklich krass. Deswegen diese Bad Wars Challenges sind echt nichts Leichtes. Und ja, ich dachte mir halt, weil diese Challenge halt schon relativ gut, relativ gut geliked wurde, das Kommentar, dass es halt viele Leute gibt, die diese Challenge gerne sehen möchten. Ja, das sieht man ja auch. Ihr könnt es gerne mal nachmachen. Ich habe übrigens zum Anfang etwas in der Steuerung umgestellt. Und zwar, ich habe umgestellt, dass Dingsamster hier, dass das Auswählen nicht mehr auf R liegt, auf Y liegt, sondern jetzt auf R mittlerweile, damit man das einfach ein bisschen... bisschen besser auf die Kette kriegt. Oder auch nicht. Ich dreh durch, ey. Ich dreh durch. Der baut unser Bett hundertprozentig ab. Ach Gott, ne. 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 Nein! Verdammte Brut, ey. Das kann doch nicht sein. Leute. Ich hoffe, dieses Video war lustig. Also ihr habt jetzt alle drei Runden jetzt hintereinander gesehen und wir schließen diese Challenge jetzt mit nicht bestanden ab, weil es ist so schwierig. Ich habe das auch schon letztes Mal ein paar Mal probiert. Ich habe es einfach nicht hinbekommen. Das ist so schwer. Ihr könnt mich gerne jetzt, ich challenge euch gerne. Ihr könnt gerne mal, unten in die Kommentare schreiben, ob ihr es geschafft habt. Mit meinen Einstellungen, ich zeige euch die nochmal, Steuerung hier, A, D, W, L, Control, Maus, Shift, Maustaste 1 und sowas, ob ihr das hinbekommen habt, so in der, sechsten Runde oder sowas. Also es ist echt mega schwierig. Ich würde echt sagen, wenn es euch gefallen hat, diese Bad Wars Challenge, dann lasst gerne eine positive Bewertung da. Es geht einfach nicht, ich schaffe es einfach nicht. Ich schaffe es einfach nicht, es ist so schwierig und... Also ich krieg's ja allein schon nicht hin, mich rüber zu bauen. Da fängt's ja schon an. Also, mega die schwierige Challenge. Danke auf jeden Fall für diesen geilen Challenge-Vorschlag. Falls ihr mehr Bad Wars Challenge habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich probiere sie natürlich aus. Und wenn sie halt nicht klappen, dann werden sie natürlich trotzdem hochgeladen und halt dann als nicht bestandene Challenge an euch weitergegeben, würde ich mal so sagen. Wenn euch die Idee eventuell gefällt, dann lasst gerne auch dafür eine positive Bewertung da und wir sehen uns dann morgen wieder. Macht's gut, bis dann, Shibio, bye bye.